Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Battle. Heute spielen wir gegen den Ramoffer. Irgendwie cooler Name, muss ich doch wirklich gestehen. Aber er hat keinen Ramoffer im Team, das ist so ein bisschen, ne, das ist ein bisschen verwirrend für mich jetzt gerade. Naja, wir spielen heute wieder Overused. Und ich bringe hier mit meinen Zapdos, Mono, Chansey, Terrakium, Gardevoir und Shirox. Ja, ich habe mir hier ein Team um Zapdos gebaut und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Und hier explodiert der Chat wieder. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Zuschauer im Chat wie jetzt. Wow. Wow. Und die meisten davon sind Poketuber, die mich gerade die ganze Zeit auf TeamSpeak genervt haben. Aber Freunde, das kann ich euch gleich irgendwann im Kampf erklären. So, womit könnte er leaden? Ich wäre beinahe dazu geneigt, egal womit er leadet, mit meinem Zapdos zu leaden. Und wisst ihr was, Freunde? Das werde ich tun. Go! Ja, schauen wir mal. Es geht los. Ohne Lebe Manaphy, das finde ich okay, weil ich nicht glaube, dass er hier gegen drin bleiben möchte. Und deswegen kann ich jetzt einfach auf Vote Switch gehen. Es kann ja auch sein, dass er denkt, dass ich offensiv bin oder speziell defensiv. Also, ja, muss ich mal schauen. Er schreibt mir gerade, wir hatten schon einen Oras-Kampf, wo du das Team benutzt hast. Ja, Freunde, der Kampf kommt erst, jetzt wurde gespoilert, der Kampf kommt erst am Donnerstag, glaube ich. Da habe ich das Team auch benutzt und wow, er greift an. Ja, weil er jetzt natürlich weiß, dass ich physisch defensiv bin. Shit, da habe ich nämlich genau das gleiche Team benutzt, aber halt in Oras. Ja, das ist doof, weil er jetzt so ein bisschen mein Team kennt, aber ich sein's nicht. Ja, gut, aber egal, ich konnte dem Manaphy schon mal ein bisschen Schaden machen. Jetzt muss ich überlegen. Hat er einen Safe Switch im... Ja, er hat eigentlich einen Safe Switch in meinen Gardevoir. Und zwar Chansey. Egal. Gehe ich hier trotzdem rein. Und ich denke... Ja, Call My Psyshock wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also nicht gut funktionieren. Soll ich einen Double Switch wagen? Soll ich jetzt einen Double Switch in meinen... Terrakium wagen oder in Shirox. In Shirox jetzt zu gehen wäre schon sick. Ich hätte auch gerne ein bisschen Schaden schon mal drauf. Ich gehe einfach mal auf Psyshock. Oder auf Calmind. Das Ding ist, Chansey kann mir ja nicht viel. Ich gehe mal auf Psyshock. Und er geht in Chansey. So, wie viel macht denn ein Psyshock? Wow! Wow! Das macht definitiv mehr Schaden, als ich erwartet habe. Und er hat keinen safe Switch in meinem Psyshock. Wow! Damit habe ich echt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich weiß, Chance ja keine gute physische Dev, aber ich dachte, dass es das trotzdem besser tankt. Ja gut, da würde ich sagen, gleich noch ein Psyshock hinterher. Wow! Er hat halt keinen safe Switch da rein. Also Gardevoir wird hier, glaube ich, MVP werden. Okay, und er geht raus in sein Manaphy und er überlebt es ganz knapp. Aber ich bin dazu geneigt, einfach drin zu bleiben. Ich könnte auf Calmind gehen, aber er könnte dann halt safe in Gengar wechseln und nee, das lohnt sich nicht. Ich gehe weiter auf Psyshock. Der Psyshock wird einfach der Move sein, den ich hier dann die ganze Zeit spammen werde. Und wow, ich bin schneller als Manaphy. Okay, dann ist das nicht investiert. Hier ist gerade Tim Made Let's Fail im Chat. Ich finde den Namen super. Genial. Ach so, ja, ich wollte ja noch erklären, warum mich die anderen auf TeamSpeak genervt haben. Ich bin vorhin auf TeamSpeak, auf den TeamSpeak-Server gegangen. Und dann plötzlich wurde ich von 10 Leuten angestupst. Hi Tim, hi Tim, hi Tim. Auf Twitter auch. Und dann habe ich mich verabschiedet von den Leuten, weil ich jetzt aufnehmen muss. Und dann auf Twitter und auf TeamSpeak wieder. Tschüss Tim, tschüss Tim. Yeah. So, ich habe hier aber Morlords gegen Teleflame. Und das ist ein ziemlich guter Counter, denn der Schwertanz bringt hier nichts. Ja, gehe ich jetzt auf Scald oder auf Toxin? Ich würde sagen, ich gehe einfach mal auf Scald. Und er geht auf Akrobatik. Okay. Aber er hat noch kein Item verloren. Und das sieht er, was er macht. Guten Schaden. So, ich könnte jetzt auf den Switch predicten und auf Toxin gehen. Aber ich glaube, ich recover mich einfach mal ein bisschen. Wenn er jetzt nochmal auf Brave Bird geht, kann er das ruhig tun. Der Schwertanz-Boost wird natürlich Morlords wunderbare Fähigkeit Unkenntnis negiert. Und ja, würde ich sagen, schauen wir mal. Und die Berry vom Typ Pflanze ist incoming. Boah, jetzt so eine Bärenkräfte wäre jetzt schon heftig dann. Okay, da geht in Chansey und das Ding wird sich jetzt auf jeden Fall mit einem Weichei hochheilen. Und das nutze ich jetzt einfach mal, um in
Ja, ich könnte jetzt in Terrakium gehen. Die Frage ist, holt er dann direkt Gengar rein? Weiß ich nicht. Ich gehe einfach mal in Terrakium, gehe auf Nahkampf. Oder auf Steinkanzler. Wobei, ich würde sagen, ich gehe auf Steinkanzler. Ja, nee, Wish. Okay. Vielleicht geht er jetzt auch auf Schutzschild. Aber ich gehe trotzdem jetzt auf Stonehenge. Ob du dich heilen willst oder nicht, ist mir dann egal. Okay, er switcht raus. In Zapdos Steinkanzler trifft bitte. Ja, das macht guten Schaden, aber leider kommt der Wish-Trick und das Ding ist wieder voll. Okay, mein Enthusiasmus hat nicht lang gehalten, aber... egal. Das Ding ist, Zapdos hat für gewöhnlich nichts gegen Morlord. Ich weiß halt nicht, ob er das Toxin drauf spielt. Das ist jetzt gerade die Frage. Ich würde sagen, ich gehe erstmal in mein Chansey und Scout ein bisschen. Und dieses Chansey ist anders als das, was ihr am Donnerstag im Wi-Fi Battle sehen werdet. Denn dieses hier hat Tarnsteine und Wish und eigentlich ist das Set ein bisschen merkwürdig. Es hat, glaube ich, hat es überhaupt einen Angriff? Ich weiß es nicht. Er geht auf Vote Switch. Ja, die wäre ich mal im Morlock gegangen. Und da ist Gelade. So, gegen Gelade. Ah, ich kann Chidori eben nicht safe rein switchen. Normalerweise könnte ich jetzt hier wunderbar mein Zapdos reinbringen, aber dadurch, dass ich schon so angeschlagen bin, nicht mehr. Huh. Ich könnte einen Wish machen, aber ich glaube, ich überlege keinen Close Combat. Ja, ich könnte auch in Gardevoir gehen. Könnte ich in der Tat tun. Aber Gardevoir ist eigentlich viel zu wichtig. Gardevoir ist eigentlich viel zu wichtig, als dass ich jetzt einfach reinwerfen könnte. Ja, ich gehe in Morlord. Ich habe den Rocky Helmet bekommen, immer ein bisschen Schaden. Ich sollte, solange es keine Laubklinge ist, das meiste gut tanken. Und Mega-Entwicklung, Ice Punch. Gut, dass ich nicht in Gardevoir gegangen bin. Und da bekomme ich Rocky Helmet ein bisschen Schaden. Das finde ich hervorragend. So, was könnte er jetzt gehen? Gegen meinen Morlord. Ja, er könnte wieder in Chansey gehen, ne? Ich gehe mal einfach auf EQ. Ich predikte jetzt das Chansey. Ich glaube nicht daran, dass er die Laubklinge hätte. Das wäre zu krank. Das wäre ein bisschen sehr heftig. Und da kommt Chansey. Wie viel macht ein Erdbeben? 31%, das ist hervorragend. Mehr brauche ich nicht, um dich im nächsten Zug auszuschalten. Und ja, ich könnte auch auf Scald gehen, aber es ist mir noch ein bisschen risky. Ich gehe lieber weiter auf EQ. So. Und du gehst auf Wish. Und opferst dein Chansey. Das ist gut, Chansey ist weg. Jetzt, ja. Ein weiterer Morlord-Counter ist verschwunden, möchte ich doch mal meinen. So, und jetzt, was wird reinkommen? Fiyaro könnte ich mir vorstellen, aber Fiyaro wird eigentlich keinen Sinn machen. Na, er geht in Gallade. Okay, dann gehe ich jetzt einfach auf Siedewasser und hoffe auf den Burn. Psycho Cut macht, ja, nicht genug Schaden. Burn? Schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Ja, Psycho Cut wird nicht von Rocky Helmet beeinflusst, sehe ich gerade. Aber ist okay. Ich heile mich jetzt einfach mit Genesung hoch. Und dann schauen wir mal. Okay, er geht auf Close Combat. So viel dazu. Ja, was hole ich da jetzt rein? Du hast deine Drops bekommen. Könnte einfach in Shirox gehen. Wie angeschlagen ist denn seitdem? Nee, Zapdos hat doch keinen Schaden bekommen. Wow. Ihr seht das gerade nicht, aber hi Tim ist in den Chat gejoint. Paul, Batzi, Philipp, wer von euch? Oh Mann. Ja. Oh, ist das behindert. Was gehe ich? Ich glaube nicht, dass er mich one-hitten kann. Also mein Gardevoir nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach in Gardevoir und gehe auf Hyper Voice. Die Mucke ist echt cool. Ja, ja. Die Zelda-Mucke von Glitchic City, die ist so wunderbar. Ich wünschte, sie würde mehr Zelda-Remixes machen. Oder Digimon. Digimon-Remixes wären sick. So. Ich denke nicht, dass er hier viel tun kann, aber er kann auch nicht wirklich rausswitchen. Das ist ein cooles Match. Ich habe gerade Mega Gardevoir gegen Mega Galagladi. Das finde ich echt cool. Offenbar ein Ehestreit. Oh, schade, geht in Gengar. Oh, das macht viel zu viel Damage. Okay. Was hole ich rein? Jetzt kommt sowieso eine Sludge-Raven, die will ich nicht fressen. Deswegen gehe ich einfach mal in mein Chansey. Könnte auf Tarnsteine gehen. Oder direkt auf Wish. Aber sehen wir ja gleich. So. Taunt! Das war ein guter Zug. Jetzt habe ich nämlich nur noch meinen Seismiktos. Aber Gengar kann mir nichts. Und deswegen
Okay, er kann mich verbrennen, aber es ist egal. Ich gehe jetzt auf Seismic Toss, bis mein Verhöhner nachlässt. Aber, warte mal. Nein, wenn er jetzt... Oh, er könnte Delegator im Set haben. Ich vermute, dass er jetzt auch auf Delegator gehen wird. Deswegen gehe ich mal einfach in Zapdos. Oh, oh, oh. Aber das ist gut zu wissen, weil dann hat er vielleicht keine Schlammwoge drauf. Geht jetzt auf den Sub? Nein, er geht weiter auf Will-O-Wisp, okay. Ja, egal. Zapdos brauche ich nicht weiter. Obwohl, hä? Wäre vielleicht doch nicht so schlecht gewesen gegen Talonflame, aber da kann ich einfach Chansey reinwerfen, das ist nicht schlimm. Rooste ich mich? Jo, ich denke schon. Obwohl, nee, wenn er jetzt auf Taunt geht, er geht auf Hex, okay. Okay, gut, aber ich denke nicht, dass du dann Sludge Wave hast. Warte, was sind jetzt deine Moves? Will-O-Wisp, auf den Rest komme ich gerade nicht. Will-O-Wisp, Taunt, Hex. Jetzt ist die Frage, ist der letzte Move Sludge Wave oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich traue mich das nicht. Ich gehe in Bulldozer. Ich gehe in mein Terrakium und ich könnte jetzt auf Eisenschädel gehen. Der Switch in Galagladi ist zu erwarten, weil es einfach beiden Steps resistet. Und er kann keinen seiner Vögel eigentlich da reinwerfen. Zapdos okay, aber Zapdos tankt auch keine zwei Steinkanten. Deswegen wäre ich fast dafür, jetzt einfach auf Ironhead zu gehen. Vielleicht bekomme ich den Flinch. Man weiß es nicht. Und ansonsten kann ich einfach mit Sheerox reinkommen und auf jeden Fall mit einem Bullet Punch rausnehmen. Oder... Das könnte noch knapp werden, das Match. Aber es ist ein gutes Match. Das macht auf jeden Fall Spaß gerade. Jetzt ist die Frage. Okay, bleib drin. Flinch, bitte. Nein! Wäre ich nur auf Steinkarte gegangen, wie ich es vorgehabt habe. Hatte. Egal. Hier weiter auf Ironhead. Wenn du rauswitchen willst, tu das. Nein, er wird in Zapdos gehen. Damn. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Ich könnte jetzt einfach in Chansey gehen. Das tue ich auch. Ich gehe in Chansey und mache einfach Aromakur. Dann ist Terrakio wieder geheilt. Geheult. So. Meine Stimme verkratzt wieder so ein bisschen, ne? Ihr kennt's ja. So. Gehst du auf Vote Switch, dann gehst du auf Heatwave. Hast du Shiro? Heatwave Burn. Wow! Okay. So. Gehe ich jetzt auf Vote Switch. Aber es ist okay, weil so bekomme ich auf jeden Fall meine Aromatherapie raus. Das Problem ist jetzt nur, er hat einen Safe Switch in sein Galagladi. Aber ich denke, dass ich mit Sheerox alle Moves noch tanken kann. Und dann... Er geht in Gengar, okay. Okay. Ja, gehe ich jetzt auf Taunt oder auf was anderes? Ich predikte jetzt mal den Taunt. Und gehe deswegen in Sheerox. Ich weiß halt, ich kenne den letzten Move nicht. Wenn es kein Gift-Move ist, könnte ich auch locker in Gardevoir gehen, aber das weiß ich halt nicht. Ja, okay, schade. Ich habe jetzt gehofft, dass er vielleicht nicht auf Will-O-Wisp geht, aber es ist, wie es ist. So, jetzt predikte ich aber den Switcher, weil ich glaube nicht, dass so ein Bullet Punch immer noch tanken würde. Deswegen gehe ich jetzt auf U-Turn. Und ja, Sheox ist einfach nur das Pokémon, das ich gerade am wenigsten brauche eigentlich. Okay, er switcht raus in Zapdos. Und das Ganze könnte sich jetzt wiederholen. Ich könnte jetzt aber auch einfach in Hilda gehen und Call My Setup betreiben. Und das werde ich, denke ich, auch tun. Oder ich gehe direkt auf Hyper Voice, weil er da eigentlich nichts mehr... Ja, ich gehe auf Hyper Voice, weil er kann nichts sich an meine Schallwelle reinwerfen. Und dann bin ich irgendwas schon mal los. Und das macht guten Schaden, der geht auf Vote Switch. Okay. Okay. Aber wenn ich die Situation nochmal hinbekomme, dann kann Gardevoir wieder verheerenden Schaden anrichten. Und da kommt Talonflame rein. So, und dafür habe ich mit Chansey noch aufgespart, denn Chansey kann jetzt hier eigentlich ruhig sterben. So, geh auf... Du hast ja gar keinen Brave Bird. Scheiße. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Du hast ja gar keinen Brave Bird. Oh shit. Ja, das ist dann ein bisschen unpraktisch, gebe ich doch recht zu. Der geht auf Roost, okay. Aber ich bekomme meine Stealth Rocks nochmal raus.
glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Naja, egal. Swords Dance. Ah, Gott, das habe ich ja richtig vergessen. Und meine und nein, warum gehe ich auf Seismic? Und meine Fiaro-Counter sind weg. Ja, jetzt kommt's drauf an. Du hast... Nee, du hast wahrscheinlich kein Item, ne? Terrakion... Na, du tankst keinen... Tankst keine Akrobatik. Nein, ich habe meine... Ich habe meine Talonflame-Counter einfach weggeworfen. Oh, stimmt ja. Ja, jetzt werde ich von Talonflame gesweept. Scheiße, daran habe ich einfach gar nicht mehr gedacht, dass das Ding auch noch so eine Gefahr ist. Oh, so ein Dreck. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass Talonflame auch noch so eine richtige Gefahr für mich werden kann. Shit! Verdammt. Oh, ich überlebe sogar. Krass. Ich kann Talonflame den Crit rausnehmen. Hätte ich das vorher getan. Naja, egal. Ich bin Choice Bandit insofern. Kann er mich jetzt eh rausnehmen. Ah, oh, so ein Dreck. Ich hätte direkt in Cheox gehen sollen vielleicht. So ein Scheiß. Naja, egal. Verdient gewonnen auf jeden Fall. Ich habe das Match gegen Ende echt aus der Hand gegeben, aber sowas passiert, wenn man nicht ausreichend aufpasst, nicht wahr? Naja, Freunde, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.